Guten Morgen aus dem Reichstagsgebäude, guten Morgen aus dem Bundestag. Haushaltswoche, dritter Tag. Es geht weiter um den Bundeshaushalt 2014. Und Ina Baltes hat es eben schon gesagt, wir sind bis ungefähr 16.30 Uhr heute live für Sie dabei. Dann geht es um die Etats Inneres im Laufe dieses Tages, um Justiz und Verbraucherschutz, Bildung und Forschung und gleich um 9 um den Einzelplan 09. Das ist der für das Ministerium für Wirtschaft und Energie. Ungefähr 7,5 Milliarden Euro, da soll der in diesem Jahr umfassen und über einen Teil von dem, was damit gemacht wird. Darüber wollen wir jetzt gleich reden mit Kerstin André, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, und mit Hubertus Heil, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion, beide unter anderem zuständig für die Bereiche Wirtschaft. Und Ihnen beiden, aber Ihnen auch, meine lieben Zuschauer, sage ich auch noch mal, damit wir einer Produktenttäuschung möglicherweise zuvorkommen, da eines der Themen schlechthin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, nämlich die Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes. Das werden wir eventuell heute nur am Rande streifen, weil es morgen um 9 Uhr hier ein ganz wichtiges Tagesordnungsthema im Plenum ist. Und da werden wir im Vorlauf auf diese Debatte dann uns ausführlich damit beschäftigen. Es gibt aber trotzdem genug zu bereden, denn obwohl die Bundeskanzlerin gestern diesen Haushalt über den grünen Klee gelobt hat, sagen grüne Politiker, dieser Haushalt oder das, was diese Bundesregierung mache, sei zukunftsvergessen. Man habe die Zukunftsaufgaben nicht im Blick, bleibe weit hinter der notwendigen Förderung von Innovation und Investition zurück. Was meinen Sie damit? Wenn wir uns die Zahlen des Haushaltes anschauen, dann sehen wir, dass sehr viel in die Subventionen fließt, dass sehr viel in die, nennen wir es mal, Vergangenheit fließt und dass wir nicht in die Zukunft investieren. Und wenn Sie wirtschaftspolitisch eine vernünftige Politik machen, dann heißt das, dass Sie immer ganz gezielt in Zukunftsinvestitionen gehen müssen. Das ist der Erhalt von Infrastruktur, das ist der Breitbandausbau, das ist die Energieeffizienz, das ist der Klimaschutz, das ist Bildung und Forschung. Also alles dieses, was in der Zukunft die wirtschaftliche Stärke und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auch ausmacht. Und da stimmen die Mittel im Verhältnis nicht überein. Wenn es stimmt, was Kerstin André sagt, warum tun Sie es nicht? Ja, wir tun das. Und wir sind uns in der Sache ja einig, Deutschland steht wirtschaftlich außerordentlich gut da. Aber wir dürfen uns nicht entspannt zurücklehnen, sondern wir müssen investieren. Und wir müssen die Rahmenbedingungen so setzen, dass nicht nur der Staat investiert, sondern auch die Unternehmen. Und das tun wir. Wir werden in dieser Legislaturperiode insgesamt 9 Milliarden zusätzlich für Bildung, Forschung und Wissenschaft investieren. Wir haben 5 Milliarden für Infrastruktur im Paket. Wir werden die Kommunen entlasten, die am meisten für die öffentliche Hand investieren. Und wir müssen die Standortfaktoren so stärken, wie gesagt, dass die Unternehmen selbst investieren. Denn das passiert bei den Ausrüstungsinvestitionen zu wenig. Das sind doch beeindruckende Zahlen. 9 Milliarden ist doch eine Menge Geld. Was gibt es denn da zu meckern? Ja, es ist ja nicht eingestellt im Haushalt. Wir sehen es nicht. Es ist nicht abgebildet. Nehmen Sie mal die 5 Milliarden für die Verkehrsinfrastruktur. Was wir bräuchten, wäre ein klares Bekenntnis, eine Initiative von Bundestag und Bundesrat, von dem Bund und den Ländern zusammen, dass man sehr klar sagt, bei uns geht der Erhalt vor den Neubau. Wenn Sie sich in der Infrastrukturlandschaft auskennen, wenn Sie in die Gemeinden gehen, wenn Sie in die Länder gehen, wenn Sie mit der Bahn sprechen, dann sagen Ihnen alle, unser Hauptproblem ist der Erhalt der vorhandenen Infrastruktur. Wir haben einen enormen Sanierungsstau bei der Infrastruktur. Was machen wir? Wir finanzieren Großprojekte, wir finanzieren Neubau von Straßen, aber wir haben nicht ein klares Bekenntnis zum Erhalt von den Straßen, von den Brücken. Uns wird gesagt, 15% der Brücken sind so marode, dass über kurz oder lang darüber nicht mehr gefahren werden kann. Da braucht es ein klares Bekenntnis und eine Initiative. Herr Heil. Dieses Bekenntnis gibt es, ist ganz richtig, dass unsere Infrastruktur von der Substanz lebt. Es ist in den letzten 40 Jahren zu wenig investiert worden. Und das wird sich jetzt an vielen Stellen, vor allen Dingen in Westdeutschland, auch zeigen. Und das ist ganz klar. Wir müssen eine ganze Menge tun, dass unsere im internationalen Vergleich immer noch sehr gute Infrastruktur auch erhalten bleibt. Aber ich will noch mal sagen, das Wichtigste ist, dass wir tatsächlich in Zukunft in Innovationen investieren. Das tut diese Bundesregierung mit 9 Milliarden. Wir entlasten die Länder, damit gezielt in Schulen, in Kitas investiert werden kann. Wir geben viel Geld für wissenschaftliche Bildung aus. Und das halte ich für den entscheidenden Standortfaktor. Das Wichtigste ist, wir müssen dafür sorgen, dass Unternehmen in Deutschland selbst investieren, auch in ihre eigene Zukunft. Das ist ein Punkt, auf den ich jetzt ohnehin kommen wollte. Und die Frage ist ja, warum wird derzeit so wenig, wie es heißt, investiert in Deutschland, also Geld in Sachwerte angelegt, wenn man das Wort mal übersetzt, was man von Zeit zu Zeit ja durchaus machen sollte. Warum passiert da so wenig in Deutschland? Was ist Ihre Sicht und Ihre Interpretation, frage ich gleich auch noch.
Also die Tatsache ist, dass die Ausrüstungsinvestitionen in den, bei den Unternehmen tatsächlich ansteigen. Aber wenn heißt, wir uns schauen, was dann investiert wird, dann ist es nicht Investitionen in was Neues, sondern es ist oft in den Erhalt, dass eine alte Anlage abgeschrieben wird, eine neue Anlage dann hingestellt wird. Und tatsächlich haben die Unternehmen nach wie vor zwar in der Binnenwirtschaft eine ganz gute Prognose, aber das europäische Umfeld ist schwierig und deswegen gibt es eine zurückhaltende Investition seitens der unternehmerischen Landschaft. Vor allem ist sie aber zurückhaltend beim Bereich der Energieeffizienz. Und die Effizienzmaßnahmen im Bereich Energie und Ressourcenverbrauch, das sind eigentlich die, wo wir tatsächlich jetzt auch investieren müssen, wo die Unternehmen auch eine Unterstützung seitens des Bundes brauchen, wo wir eine Energieeffizienzrichtlinie brauchen, damit hier auch tatsächlich was getan wird. Also wenn ich es richtig verstehe, verlässt sich da die Wirtschaft, die Industrie auf Signale oder wartet auf Signale aus der Politik, obwohl auf der anderen Seite die Wirtschaft ja immer darauf pocht, dass sie selbstständig agiert, dass sie möglichst wenig gemaßregelt auch werden will. Auf der anderen Seite, weil man den freien Raum braucht für unternehmerisches Handeln und wo zudem im Moment auch die Zinsen so extrem niedrig sind, dass man ja irgendwie auf leichteste Art und Weise sich Kapital beschaffen könnte, um dann zu investieren und auch langfristig dann Erfolg zu haben oder auch einen Bestand eines Unternehmens zu sichern. Was ist Ihre Deutung, dass das nicht passiert? Es gibt Verunsicherung durch die Krise in der Eurozone, das ist eben von Frau André zu Recht erwähnt worden. Und wir müssen auch in Deutschland selbst dafür sorgen, dass die Standortfaktoren, die uns mal stark gemacht haben und die uns ja wirklich auch stark halten, ausgebaut werden. Es geht um die Qualifikation, es geht um Planungs- und Investitionssicherheit. Wir werden morgen mit dem EEG, glaube ich, Planungs- und Investitionssicherheit in die Energiewende bringen. Das wird an sich Investitionen auch auslösen. Wir haben zum Dritten die Infrastruktur, über die wir gesprochen haben. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass in diesem Land Fachkräfte zur Verfügung stehen. Wenn Fachkräfte da sind, wenn Innovationen da sind, dann investieren Unternehmen auch in Deutschland. Wir erleben ja, dass deutsche Unternehmen durchaus viel investieren, aber nicht immer in Deutschland selbst, sondern in andere Märkte. Das ist auch legitim, weil man Märkte erreichen will. Aber wir müssen Industrienationen bleiben, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Deshalb müssen wir die Rahmenbedingungen in Deutschland setzen. Und, da gebe ich Frau André recht, auch durch politische Impulse, zum Beispiel bei der Energieeffizienz, auch Investitionsschübe auslösen. Da gibt er Ihnen recht oder haben Sie trotzdem noch eine Gegenrede? Naja, also das sind das ist dein in Job, Rosa ne? ist das alles in Rosa ist das alles richtig, aber es muss sich ja widerspiegeln in zum Beispiel einem Etat, den wir jetzt gerade diskutieren. Und jetzt nehmen wir doch mal die Energieeffizienz. Wir haben beide gemeinsam dafür gekämpft, dass im Rahmen der Fiskalpaktverhandlungen die Energieeffizienzrichtlinie in Deutschland wirklich umgesetzt wird. Das heißt, dass die Energieversorgungsunternehmen im größeren Maße auch dazu beitragen, dass sukzessive jedes Jahr effizienter Energie eingesetzt wird. Ganz sinnvolle Maßnahme spiegelt sich nicht wider. Wir haben sie nicht. Wir haben die Energieeffizienzrichtlinie nicht bekommen. Und die würde tatsächlich dazu führen, dass in den Unternehmen investiert wird. Ein Marktanreizprogramm. Alle wissen, dass wenn sie 1 Euro öffentliche Gelder zur Verfügung stellen, 7 Euro private Gelder mobilisiert werden. Mit ganz kleinen Beträgen können sie sehr viel erreichen, auch was gut für Umwelt und Klima ist und natürlich für die Investitionen. Und das spiegelt sich in diesem Haushalt einfach nicht wider. Deswegen stimmen die Worte, aber nicht die Taten. Jetzt haben wir in diesen Haushalt mal so ein bisschen reingeguckt und festgestellt, für die Forschungsinfrastruktur sind da 200 Millionen, also für das Bundeswirtschaftsministerium. Für Forschungsinfrastruktur vorgesehen 200 Millionen. Für das Innovationsprogramm Mittelstand 513. Für innovative Unternehmensgründung 67 Millionen. Fachkräftesicherung sogar 14,5. Ist das wenig? Das ist wenig. Warum? Weil es sind einfach fortgeführte Mittel, die sich in einer Bandbreite verteilen über alle möglichen Fördermaßnahmen. Wir haben mal beantragt, dass wir mal Transparenz reinbekommen in diese Fördermaßnahmen. Wer bekommt hier eigentlich, was wird mit diesen Mitteln gemacht? Aber eine klare Zielorientierung, wenn Sie sich den Etat angucken, großer Teil geht in die Luft, in die Raumfahrt und in die Luft. Ein großer Teil geht unter die Erde, in die Kohle und der Rest bleibt dann für den Mittelstand und für die Forschung. Da sagt er nein, das ist nicht so. Aber das ist natürlich die Zahlen von der Zahlenverteilung ist es natürlich schon so. Das ist aber eine eingeschränkte Betrachtung, weil die wirtschaftlichen Impulse nicht nur im Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums sich abbilden. Wir haben das Bundesministerium für Forschung beispielsweise, darüber diskutieren wir ja. Deshalb ist die Frage, was der Gesamthaushalt beiträgt, für die wirtschaftliche Entwicklung, für Innovationen zu betrachten. Da kann man nicht auf einzelne Punkte nur gucken. Aber ich finde, dass der Haushalt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gut aufgestellt ist. Das betrifft vor allen Dingen sowas wie Zukunftsinvestitionen im Mittelstand. Das Programm ZIM wird fortgeführt. Wir haben regionale Wirtschaftspolitik gestärkt und das finde ich richtig. Aber nochmal einfach sich Einzelsummen rauszunehmen und nicht den Gesamthaushalt betrachten. Wir haben ein Ziel. Wir werden im nächsten Jahr ohne neue Schulden auskommen und investieren gleichzeitig massiv mehr in Zukunft. Ich finde, das ist der richtige Weg. Die Einzelsummen habe ich ja jetzt mal rausgepickt, um einfach mal zu zeigen, was für Beträge da unter anderem stehen. Jetzt haben Sie sich schon gemeldet.
gemeldet und würden auch gerne dazu was sagen, aber dazu sind Sie ja auch da. Und bitte. Ja, also es ist ja richtig, dass wir die Unternehmen da drin unterstützen müssen, hier wettbewerbsfähig zu sein, sich auch anzusiedeln, Jobs zu schaffen. Aber ein Punkt, der bei euch wirklich fehlt, und das weiß ich, dass ich da bei Hubertus Heil wirklich auf offene Ohren stoße, ist der Breitbandausbau. Was machen Sie denn mit einem Unternehmen, was in sich im ländlichen Raum ansiedeln will, aber es da keine vernünftige Infrastruktur seitens des Breitbandausbaus gibt? Und das ist eine der Hauptinfrastrukturen, die wir jetzt machen müssen. Das ist eine der Adern unserer Wirtschaft, wird aber hier nicht eingestellt. Fragen wir ihn doch direkt. Ich kann nicht vollständig widersprechen. Das betrifft den Haushalt von Alexandra Dobrindt. Der wird liefern müssen an diesem Punkt, weil wir tatsächlich in ländlichen Räumen hinterherhinken, was hohe Bandbreiten betrifft. Das wird eine Mischung aus veränderter Regulierung sein müssen. Aber ich glaube, wir brauchen auch wegen der betriebswirtschaftlichen Lücken in ländlichen Räumen Anschübe. Da muss auch Europa, glaube ich, stärker rein, was die Regulierungsfragen betrifft und was auch den Einsatz europäischer Mittel betrifft zur regionalen Strukturförderung. Die digitale Infrastruktur ist mindestens genauso wichtig wie Straßen und Brücken zukünftig. Die Grünen fordern konkrete Maßnahmen und Vorschläge für, ich muss es ablesen, für soziale und ökologische Investitionsstrategien, vor allem im Bereich erneuerbare Energien, Bildung, Forschung haben wir auch alles angesprochen. Ökologische Transformation, wo sind denn Ihre konkreten Vorschläge? Also es geht vor allem um Effizienzmaßnahmen, um Marktanreizprogramme, es geht um den Breitbandausbau, es geht um Investitionen, gerade was er gesagt hat, bei der Fachkräftesicherung. Ich halte da übrigens die Rente mit 63 genau für das Gegenteil, um wirklich Fachkräfte zu halten, Know-how zu halten. Was machen wir jetzt mal gerade nicht? Ja, aber es steht natürlich in dem Verhältnis. Wie investieren wir in die Zukunft und wie subventionieren wir oder investieren wir auch in die Vergangenheit? Und das ist das Problem dieses Haushaltes, dass er eine Schieflage hat bei der Frage der Zukunftsinvestition. Also es geht um Energieeffizienz, es geht um Klimaschutz, es geht um Bildung, es geht um den Breitbandausbau. Da gibt es viel zu tun. Wenn ich es jetzt mal genau betrachte, sind Sie gar nicht so schrecklich weit auseinander, oder? Er ist weiter auseinander von der Regierung im Augenblick als von mir. Das glaube ich nicht, aber ist ja kein Geheimnis. Vor der Bundestagswahl wollten wir eigentlich zusammenarbeiten. Das Wahlergebnis war anders. Wirtschaftspolitiker können sich über die Sache streiten, aber ich bin froh, dass es in vielen Fragen Grundkonsens gibt, was für dieses Land richtig ist. Ich habe noch einen anderen spannenden Aspekt gefunden, und zwar in einem Antrag hier im Bundestag, den Sie im Februar verabschiedet haben. Da heißt es, wir brauchen, keine Mehrheit zustande gekriegt, aber den Sie hier eingebracht haben, wir brauchen intelligente Lösungen, wie Investitionen in die Haushalts- und Finanzpolitik sicher in der Haushalts- und Finanzpolitik sicher berücksichtigt werden, zum Beispiel über die Anwendung eines modernen Netto-Investitionsbegriff. Das hat ja natürlich auch mit der Schuldenaspekt zu tun. Können Sie das in zwei, drei Sätzen mal erläutern? Bildungsausgaben zählen heute nicht als Investitionen, und das ist ein Fehler. Obwohl er gerade den Bereich Bildung ja immer wieder auch angesprochen hat. Ja, aber nach der definitorischen Lage ist es keine Investition, und wir müssten ein neues Verständnis für Investitionen, für Zukunftsinvestitionen bekommen. Da gehören Bildungsausgaben dazu. Ich finde das eine interessante akademische Debatte. Praktisch müssen wir einfach mehr tun in dem Bereich, und das tun wir auch. Aber wenn ich mich nicht völlig verhört habe in den vergangenen Tagen, hat das diverse europäische Staats- und Regierungschefs durchaus auch schon thematisiert, nämlich aus den Ländern, die gerade ihre eben Not haben mit der Situation, und wo es möglicherweise heute Abend, wenn der EU-Rat, wenn der Europäische Rat zusammenkommt, ja auch möglicherweise noch mal ein Thema ist. Ja, es muss ganz wichtig sein, dass es nicht nur um Personalfragen in Europa geht, sondern bei der wirtschaftlichen Zukunft dieses Kontinents muss berücksichtigt werden, dass wir einen Stabilitäts- und Wachstumspakt haben. Einfach nur sparen und kurzatmig konsolidieren ist nicht das Ziel, sondern die brauchen Strukturreformen in Krisenländern, die müssen wirken können, und dafür müssen sie auch die Luft haben, die richtigen Zukunftsinvestitionen zu machen. Wenn über zu harte Sparauflagen Bildung gekürzt wird, wenn damit Jugendarbeitslosigkeit befördert wird, dann ist das kurzatmig und der falsche Weg. Und ich hoffe, dass man in Europa diesen Weg geht. Wir haben gestern in der Haushaltsdebatte zum Kanzleretat ja gehört, dass Frau Merkel auch verstanden hat, dass es um einen Stabilitäts- und Wachstumspakt geht. Wir wollen nicht die Verträge ändern, aber wir wollen die Spielräume für Wachstum in Europa nutzen. Und das ist, glaube ich, ein gemeinsames Ziel. Gehörte dann so ein Aspekt, den wir hier eben angesprochen haben, dass man den Investitionsbegriff neu definiert, auch auf diese europäische Ebene? Gehört an der Stelle nicht auf die europäische Ebene, aber bei der Frage der Defizitkriterien muss man natürlich aufpassen, dass nicht die Defizitkriterien aufgeweicht werden. Also der Stabilitäts- und Wachstumspakt lebt auch davon, dass es klare Regeln gibt. Ich stimme aber überein, Sparen, Strukturreformen und Investitionen in wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern brauchen wir. Und wenn es Investitionen im Bildungsbereich sind, umso besser. Welche
Lösungswege böten sich da an, um den, also auch ganz konkret, also den Ländern, die sich schwer tun, Italien, ja, ist ja wieder auffällig, ja. Weil es nicht aus dem Quark kommt. Ja. Frankreich geht es nicht viel besser. Ja. Was denken Sie, muss passieren in den nächsten Jahren? Also das eine Thema ist tatsächlich Jugendarbeitslosigkeit, weil sie da auch ganze Generationen verlieren. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Aber schauen Sie sich Griechenland an. Griechenland importiert Öl und Gas in einer Größenordnung, dass es den ganzen Staatshaushalt sprengt. Und gleichzeitig ist es ein sonnenreiches Land. Investitionen in europäische Energiewende sind zukunftsgerichtet. Sehen Sie da heute Abend oder bei diesem EU-Gipfel schon Bewegungen, konkrete auch? Oder versucht man sich da erstmal anzunähern, auch weil man ja beispielsweise auch die Kommissionspräsidentenfrage da noch lösen muss? Oder tut sich da wirklich was in diesem Bereich jetzt? Also Europa braucht eine Einheit von Personen und Programmen. Es darf nicht nur darum gehen, jetzt über Personal zu sprechen, sondern wir brauchen eine Kommission, die den Schalter umlegt. Die alte Kommission war nicht gut in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir brauchen beispielsweise mehr Investitionen. Und deshalb hoffe ich, dass mit Jean-Claude Juncker und einer anderen Kommission auch ein anderer Geist in Brüssel herrscht. Und dafür müssen die Staats- und Regierungschefs ihren Job machen. Es geht nicht nur darum, dass sie sich behaken, was das Personal betrifft. Es geht um wirtschaftliche Impulse. Es geht um einen klugen Mix von Strukturreformen und Zukunftsinvestitionen. Dafür müssen die Staaten, die jetzt Strukturreformen vor sich haben, wie Italien, wie Herr Renzi beispielsweise, die entsprechenden Möglichkeiten bekommen. Einverstanden? Insofern im Großen und Ganzen ist wieder ein Punkt, wo Sie sich doch vergleichsweise nahe sind, nehme ich an. Ja, aber Oettinger sollte nicht Energiekommissar werden, sonst wird genau diese europäische Energiewende wieder nicht angegangen. Wird er ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, Frau André, Herr Heil. Schön, dass Sie da gewesen sind heute Morgen, uns schon mal einen Einblick gegeben haben in die Debatte, die uns gleich hier live beschäftigt.